Und damit willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Ja, wir sind hier vor den Toren von Professor Chaos und ich würde sagen, ich glaube, ich weiß, was mein Fehler im letzten Part... Ich weiß, was mein Fehler im letzten Part war. Ich habe, glaube ich, die 0 vergessen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich habe einfach die 0 vergessen. Mann, war ich blöd. Mann, bist du blöd. Du sollst schon mal deinen Verstand benutzen, Wunderarsch. Gehen wir rein. Die Herrschaft der Ordnung ist vorüber, Kuhn und Friends. An den Chaosballwerfern kommt niemand vorbei. Wir müssen irgendwie zu der Spitze kommen. Der Hass des Meisters. Ja, vielleicht klappt beim zweiten Versuch. Okay. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Das Sandblaster-Symbol. Ich glaube, ich weiß, was wir müssen. Toolshed! Ich brauche deine Arschpumpe. Ich habe ordentlich vorhin Knoblauch gefressen. Da kommt was raus. Was muss man Knoblauch überhaupt furzen? Oder sind das nur Zwiebeln? Zwiebeln mag ich ja nicht. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt aber... gegen Chaos. Oh, mein Feuerwerk kann so gefährlich sein? Ja, kann es. Idiot. So, hauen wir den mal auf die Fresse. Bevor wir gegen den Professor antreten. Jetzt mal ohne Scheiß, warum müssen wir... Wir tauschen Cartman wieder aus. Weil ich Cartman nicht mag gegen Callgirl. Sie ist mir sympathischer als der Fettsack. Der Wahrheit spielen. Los, von Arsch! Bam. Direkt drauf da, komm. Ist der tot? Knapp. Okay. Verneig dich vor dem Chaos, Dummkopf! Das ist ja wirklich einfach. Auf da, komm, Alter. Du bist geschickt mit deinen Händen, Stan. Danke, Callgirl. Was? Wieso weiß sie, dass er Stan ist? Haben die eine Beziehung oder was, der Lush? Ja, schalten wir den mal aus. Du wirst mich hassen. Na, passt schon. Passt schon. Mit mir würdest du das nicht machen, oder? Nicht doch, es sei denn, du hast es verdient. Entropie! Oh. Hast du das gesehen, Meister? Okay. Ich bin dran. Super Craig! Ja, Super Craig, war ich. Du bist dran, Neuer. So, hauen wir mal rauf. Bam, bam, bam. So, jetzt ist die Frage, sind die immun gegen ihre eigenen Waffen? Weil wenn nein, kriegt er gleich auch nicht einen auf der Fräse, der Dude. So, baller los, 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 los. Ja. Ja, die sind nicht immun gegen ihre eigenen Waffen. Das ist super. Gut. Für Verwüstung! Nö. Den Zug hattest du eh nicht verdient. Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. So, Stan, hau rauf da. Du kommst ja, hier gerade an keinen anderen dran und ich würde sagen, Wunderarsch. Oh nö, Gegner von hinten. Warum hat er gerade gepisst, den Lümmel? Schalt den mal aus, Wendy. Ich meine, komm. Wir wissen auch alle, dass sie Wendy ist, also was laber ich eigentlich? Du kannst schon mal die Umzugswagen bestellen. Sehr schön, der ist down. Zu Mama, du Schwachmat. Super Craig, auf den Hund. Schlag das Tier, Junge. My boy. Super Craig hält nichts von Sicherheitsabständen. So, und ich friere ich dann mal ein. Zählt das aus, als sind eigentlich... Naja, Simon. Egal, haut auf jeden Fall ordentlich rein schon mal, das ist ein Anfang. Und trifft doch eh nur seine eigenen Leute. Ja, sag ich doch. Gut. Bin frei! Laserbohrer! Da braucht er. Hauen wir rein! Ah, Sinus denn. Ja, ja.
selber. Lakai bereit. Finger weg von meinem Korgal. Ja. Fuck. So, sie haut am meisten rein, also würde ich... Das Ding ist, Craig kann, glaube ich, nur eine Person treffen. Wunderarsch kann nur eine Person treffen. Und Stan, glaube ich, nur alle, die in einer Reihe stehen, also... Oh mein Gott, das geht bestimmt super schnell viral. Das ist auf jeden... Ich hoffe, dieser Part auch. Ja, also sie ist ja, glaube ich, am kritischsten. Oh, ein Roboter. Wir kämpfen jetzt. Los geht's, Neuer. So, rauf, da töten wir mal den blonden Typen. Kylo! Kann jemand gleich mal Wunderarsch heilen? Jetzt werden Schurken genagelt. So, rauf da. Holzschlitzer! Bäm! Erwischt! Im Notfall opfern wir übrigens Stan, habe ich gerade so entschieden. Callgirl zieht ins Gefecht. So, Callgirl heilt mal den Wunderarsch. Ich bin gegen den Popschutz gekommen, so. Sehr gut. Oh, da frisst er erstmal eine Runde. Also los. Und Super Craig! My boy! Der geht da rauf. Der zieht Mega ordentlich rein. Das ist der Mega Faust Puncheroo. Oh nö! Nicht auf Craig! Nicht auf Craig! Nimm Stan! Hat's auch nicht. Du kriegst das hin! So, rauf der! Die sind im Arsch! Gut, Stanley. Oh, der Schrauber! Stan bringt fast gar nichts. Hast du was zu essen in dem Werkzeuggürtel? Hat hier jemand Callgirl gerufen? Ja, das ist der einzige Angriff von ihr, der was bringt. Gerade. Haut auf jeden Fall mehr rein als Stan. Sogar mehr als doppelt so viel. Und Super Craig! Megapausschlag! Das wäre ein cooles Gift gewesen. Nicht Craig! Vielleicht nächstes Mal. Hau rein, Neuer! Wie er sich für seinen besten Freund, ersatzbesten Freund für Butters übrigens, den ich gleich die Fresse polieren werde für das, was er mir angetan hat, werde ich natürlich immer schützen. Craig, my boy. Ja. War ein cooler Kampf. War ein cooler Kampf. Und jetzt Butters auf die Fresse hauen! Nichts wie weg hier. So. Neuer Artefaktplatz wäre mal wieder drin. Wäre cool. Da gehen wir mal hier hin. Bevor wir in den Kampf gehen, kann ich irgendwie was ausrauben? Na, da oben ist noch eine Tasche. Auf so einem Chaos-Thron. So, Toolshed, Arschgebläse. So, komm her, komm mit dem Sandstrahler. Toolshed, hab was du brauchst! So, halten, halten, halten und BÄM! Geiles Ding! Meinst du jetzt die Aktion oder meinen Hintern? Ich fühle mich auf jeden Fall geschmeichelt für das Kompliment. Gut. Oh, scheiße, sehr viel Lava. Gucken wir erstmal, ob wir hier was klauen können, bevor wir mit Stanley reden. Anscheinend nicht. Obwohl, da oben... Okay, reden wir mit Stan. Alter, was? Oh mein Gott, er will die ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Coon Friends. Coon and Friends, verdammt, Butters. Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt. Ganz South Park wird bald bedeckt sein von Lava. Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das wird absolutes Chaos. Komm raus und kämpfe wie ein Mann, Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Ein Roboter aus Mexikanern. Den Mecha-Lakaien Chaos Supreme. Oh, fuck. Butters! Jetzt reicht's, der Wichser stirbt jetzt! Ja.
ein nachvollziehbarer Grund auf jeden Fall. Kann ich Stan bitte gegen Cartman austauschen? Oder Jimmy? Danke. Oh nö, Alter, der hat viele Leben. Das ist euer Mecha-Untergang. Wow, das ist ein ordentliches Bauprojekt. Dank. Setz aus. Den Zug hattest du eh nicht verdient. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Rauf da. Das hab ich nicht mal gespürt. Ja, Stan ist schwach. Butters, du warst mein Bro, mein Boy. Stirb, Butters. Okay, ich richte mich mal aus. So, Cole hat eine Nummer. Ich finde das Signal. Mach das. Super Crack zur Rettung. Super Crack geht natürlich direkt drauf, weil er ist mein Boy. Hey Leute, yeah. Nicht so hart, okay? Ich bin sowas von bereit. Oh, los geht's. Was passiert jetzt? Hey, was geht da drüben vor sich? Flieht vor der brennenden Mechalava. Totales Chaos, extra scharf. Wer hat hier den Abriss bestellt? Das. Oh, hey. Stan. Echt cool, aber ich hab gesagt, auf eBay bring dir die Geräte mehr. Sei kein Arsch, Supercrack. Lauter, mein gewaltiger Mittelfinger blockt den Schall ab. Ja. This is my boy. So, hauen wir erstmal rauf da. Das Superheldenzeug scheint dir zu gefallen, Gut. Kein neuer. Wendy. Weich aus. Und mach den einzigen Angriff, der dir was nützt von der Entfernung. Oh, der ist gleich down. Ey, wieso brennt sie jetzt, hä? Erklär mal. Super Craig, einsatzbereit. Super Craig. Ist sie doll verletzt? Na, vergiss es. Provozier. Stell das auf Code Instagram. Provozier ihn! Ich bin dran, ja! Oh, ist Gott sei Dank nur Stan. Rakete im Anflug! Oh, fuck. Chaoswelle! Ah, totales Chaos! Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer, wie ein Bohrer. Halt die Schnauze, Stan. Du bist tot! Du kannst nix. Ja! GG, Leute! Ach, meine Beine! Ah. Komm zurück, Lakaien! Vamos! Madbot. Lol. Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten. Was hast du, Idiot? Wir haben keine Zeit für sowas. Okay. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Hauen wir mal rauf, der Alter. Assassin-Mode! Können wir mal bitte über Stan reden mit seinem GG? Der Typ zieht am wenigsten ab. Bringt nichts in den Kampf ein, aber am Ende so, hey, GG, ich hab den letzten Stein geworfen. Hund! Ist das keine reißfeste Folie? Nein. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir die Lakaien. Caldwell ist online! Ausschalten. Die halten nicht viel aus, das ist gut. Wir greifen mal als erstes den hinteren mit ihr an. Weil es wahrscheinlich ist, dass wir den als letztes erwischen sollen. Rauf da kommt. Ey, sie tötet den sogar mit einem Schlag. Das ist sehr gut, sehr gut. Starte Mecha Vernichtungszyklus! Wir haben Ist nur Stan. Bin ich endlich dran? Danke. Ich hab genug von dem Kack. Scheiße. Kleiner Gringo ist muy malo. Er ist in Reichweite. Oh nö. Tomar el medicamento. Hervorragende Arbeit, Lakai. Lustig. Geht jetzt auch hin? Nein, du jetzt kriegst ihn auf die Fresse. Von Wunder zu dem Arsch. Da geht er down. Callgirl macht jetzt einen Hausbesuch. So, Callgirl. Schalte ihn aus. Gedoxt. Und wer Super Craig stirbt, Butters. Ich werd's dir nie verzeihen, Butters. Aber irgendwie kann ich nicht.
Darf ich? Oh, das sieht ja ganz harmlos aus. Ah. Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat. Okay, gut. Ich bin dran. Super Craig! Oh, Butters auf die Fresse. Oh, darum kümmern sich meine Supreme-Mecha-Kausler keinen schon. Ja, red so ruhig ein, Butters. So, du setzt ihn aus. Hoffe ich. Das ist ein großer Eisblock. Nee, ist immun, schade. Alles okay, Lakaien? Callgirl ist dran, ihr Hater. Oh, Callgirl, ich hätte gerne mal eine Schadensanzeige, wie viel Schaden das macht. Scheiße, jetzt früh. Aber haut rein. Feuerregen. Sind meine Raketen nicht cool? Geht. Chaos Faust. Ah! Ja, Chaos, mehr. Gut. Wer ist es? Super Craig. Super Craig, provozier mal. Fick Bert. Wir haben wohl deinen Avatar gefunden, Super Craig. Ein Stinkefinger. Und ich würde sagen, beenden wir mal die Phase wieder mit dem Assassinenangriff. Yeah, der ist episch. Ich frage mich, ob wie viele Phasen hat. Wahrscheinlich drei, weil wir in einem Videospiel sind. Dafür gebe ich einen Daumen hoch. Das darf nicht das Ende sein. Zum Glück haben wir drei Phasen geplant. Boah. Nur so, der zieht 120. Aia! Heia! Perfekt, nicht bewegen! Bam. Nur echt mit Bildbeweis. Sehr schön. Jetzt bin ich wohl Auswisch! Dran. Ach, auf den nicht meine Ersatzfrau, falls es mit Cartmans Mutter doch nichts wird. Hm. Okay, platzieren wir Super Craig mal einfach. Hier. Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool. Danke. Hauen wir mal rauf da. Oh, zum Glück habe ich mir die extra feste Alufolie gegönnt. Halt die Schnauze, Butters. Ja, halt still! Oh ja, das behalte ich. Hier komm ich, Leute, macht Platz. Chaos Hunde, tut hallo, euch der Piss! Oh, Mann, der Lümmel! Ich würde doch nicht überall hinscheißen lassen. Wir sind nicht in Berlin. Personal dabei. Lol. Hat er Berlin gedisst? Hat sie Berlin gedisst? Gute Neuigkeiten. Ich bin dran. Aber du kommst nicht ran, Alter. Okay, bleib mal da. Butters, du warst für mich wie ein Bruder. Oh, du bist mein Real-Life-Held. Alter, mir ist immer noch schlecht vom Golden Shower. Ich hab fünf Balken und einen vollen Akku. Gut, besieg ihn mal, Korgel. Ja, ein echter Schocker. Sehr schön. Sind wir fertig? Da ist er besiegt. Da geht Bodas down. Da ist er besiegt. Oh, wir haben Chaosanzug, große Faust des Chaos und Butters Garagenschlüssel. Ach, Butters. Hausarrest. Hausarrest, my boy. Yeah. Für ein halbes Jahr. Butters, wach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Er ist nicht tot. Wir sollten ihn lieber zur Basis bringen. Ja, kommt. Stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht gehe. Das hättest du dir vor deiner Lava-Aktion überlegen sollen. Hey, Alter! War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber das Freedom Pulse Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch! Wir werden eine Milliarde Dollar verdienen. Und wir verdienen eine Basillion. Ja. Leute, denkt nach. Warum sollte jemand Butters fürs Chaos Stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Er war immer schon ein Arsch. Setz dich, Donnerhose. Alles klar, Boss. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien in der Stadt vereinen.
Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein! Nein, 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 nein! Wer ist Mitch Connor? Cartmans bescheuerte Handpuppe! Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der...